Das sieht aber gar nicht gut aus, was da so passiert. Wir speichern. Jetzt geht's, glaube ich, zur Sache. Ja, jetzt geht's zur Sache. Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Okay. Ach, guck mal da. Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ich bin unschuldig. So schmutzig, mein. Cool. Wir haben schon das Ding mal in den Hintern. Jo, komm, wie oft denn noch? Was habe ich hier noch? Ich habe hier die Schwalbe, gell? Schwalbe. Trinken. Prost, Herr Pfarrer, die Gemeinde soll. Du gehörst jetzt mir. Tja, das war's. Habt Dank, Hexer. Ihr habt mich gerettet. Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Jederzeit. Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kermorhan Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Nein. Nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Und jetzt? Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt... Aha. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein!
Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt... Die haben Pässe, oh ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick... Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule... Okay. Du bist echt eine Memme. Kollege. So. Und die Geist abschließen? Oh, okay. Quasar braucht ja einen Eintrag zu Ertrunkenen im Bestiarium. Ja, ja. Quasar. Ungeheuer. Was, wenn damit das Bestiarium gemeint ist? Es gibt's eine Idee. Dann mach mich. Kalkstein, yep. Zahnstein trifft's besser. So, dann machen wir uns mal rüber auf die andere Seite wieder. Überreste. Die hat's aber auch zerlegt. Die Jungs. So, das kann drin bleiben. Kann ich das. Das hat. Schaden ist abhängig vom gewählten Stil, das ist so schön, aber. Na, egal. Machen wir es mal runter. Brauche ich jetzt echt. So, liebe Freunde. Es tut mir leid, wenn jetzt ein harter Cut drin war. Aber ich hatte hier anscheinend gerade mal ganz schwer mein Mikrofon rausgezogen. Why ever? Und dadurch hat die Tonaufnahme natürlich gestockt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr ganz, wo ich aufgehört habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles abgegeben. Oder vielmehr bei diesem dämlichen Wachmann. Und habe ja festgestellt, damit ich die Kacke hier mit den Ertrunkenen machen kann, brauche ich erstmal einen Eintrag im Bestiarium zu Ertrunkenen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal ein Buch über die Ertrunkenen. Da kann mir sicher die gute Abigail helfen. Hoffe ich zumindest. Was wollt ihr? Ja, mit dir ins Bett gehen, was sonst so. Sumpfungeheuer. Wölfe. Ertrunkene, jawohl, das brauche ich. 200 Orens, meine Güte. Die kostet mich ganz schön viel Geld, liebe Leute. So ein neuer Eintrag, das ist doch schön. Das heißt, jetzt kann ich auch diese Quest abschließen, endlich. K-West. Ertrunkenenvertrag. Ja, Ungeheuer. Ertrunkene. Ertrunkene Tote. Nee, ich brauche Ertrunkene. Und Vorspringer, sehr schön. Gut, sind zumindest mal wieder Wäsche gekommen. Oh. Nehme ich natürlich gerne an mich. Dankeschön für die Wäsche. So. Also, wieder auf an. Ja, diesen Weg Richtung, oder? Nee. Das ist der kürzeste Weg. Dahin, wieder dunkel machen. Und ja. Und einmal kurz noch ins Bestiarium kommen. Das sind jetzt die Sumpfviecher alles. Ich hoffe ernsthaft, dass ich jetzt mal ein bisschen was rauskriege. Was habe ich jetzt eigentlich hier alles? Schwalbe, ist ja recht. Ritual der Magie. Ja, ist auch recht. Katze ist auch recht. Segen des Feuers. Jo. Nehme ich gerne so alles an mich. In der Reihenfolge nicht anders. Schellkraut. Obwohl, ich könnte mich ja hier schon an die Feuerstelle setzen. Vielleicht habe ich ja Glück. Und bereits auf dem Weg darunter begegne ich schon den ersten Ertrunkenen. Das wäre natürlich schön. So, mal. Klemmen weiter. So. Ja, komm, steh auf. Mann, ich hab nochmal.
ist weg. Geh einfach drauf. Überreste mit dem. Och, geh mir nicht auf den Keks. Ich will doch nur Ertrunken töten. Na komm her. So, jetzt aber. Lieber Ertrunkener, genau, du bist nämlich der Erste. Und der Zweite, Dritte, Vierte. Oh, Wauzi. Dich mach ich gerade mal platt. Du nervst schon mal nicht mehr. Erster Ertrunkener. Lieber neben. Zweiter Ertrunkener. Stufenaufstieg, das ist schön. Da ist noch einer. Ertrunkene Gehirne. Eins. Zwei. Und Nummer drei. Hallöle. Mach direkt kurz einen Prozess. Ich hab keine Zeit für lange Reden jetzt hier. Jetzt kann man eigentlich so in Aether. Okay. Renn ich jetzt hier unten lang oder renne ich hoch und mach Meditation? Wo ist ich hin für den trunkenen Vertrag? Ab am Geistlichen, genau. Muss ich alles zum Geistlichen hier? Ich muss Ober aufsuchen. Ah, da brauche ich Kuhle. Wieso eigentlich? Wieso? Zum Geier. Ist ja kein Wunder, dass ich ja nicht vorankomme, wenn ich immer vergesse, die Kacke hier zu machen. Nee, komm. Oder? Nee, ich mache erstmal Tag. Dann nerven die mich schon mal nicht mehr. Neues Talent erworben, ich weiß. So. Stärke gewandert aus, also Zeichen. Das ist ja alles wunderschön. Schnelle Gruppenstahl. Silberschild habe ich noch nichts. So. Machen wir mal. Ah, ne, hier kann ich nur einen vergeben, gell? Mhm. Ja. Ah, ne, so war das ja. Ah, ganz vergessen. Gut. Okay. Dann. Mutig gegen Schmerz. Ne, das wollte ich nicht. Das 8. Können wir mal das Art verbessern? Kosten. Die habe ich alle durch. Setzen wir da mal das Talent frei. Winkel 180 Grad. Vor allem Bronze-Talent, ja. Hier wäre auch nochmal gut, hier was zu erhöhen. Alkoholrausch ist minus 50%. 200 Tag. Gefristet ist plus 50%. Ostauge-Regeneration, das ist auch was Schönes. Ostauge-Stufe 2. Gewandtheit. Der hat die Fähigkeit, Pfeil abzulenken. Parieren plus 10. Pfeil abwehren ist eigentlich ganz nützlich. Ausdauer machen wir hier nochmal. So, das müsste doch reichen. Beginn der Hexe. Ja, guck mal hier, bald bin ich kein Beginn der Hexe mehr. Was? Bricht letzte Verteilung ab? Nee, nee, nee. Lass mal so. Einmal bis zum nächsten Morgen. Bitte meditieren. Los geht's, Geralt. In der Hoffnung, dass jetzt keiner mehr uns in den Weg kommt. Uns vielleicht nerven will. So, hier unten, ne, Burgo. Aber der Geistliche war da drüben. Dann nehmen wir die Abkürzung am Wasser entlang. Dann müssen wir uns nochmal das Bestiarum über Gule holen.
Aber jetzt haben wir wieder was gelernt. Wir wissen jetzt wieder einen Schritt mehr, wie es hier bei The Witcher funktioniert. Und wir wissen, es kann nervig sein. No, und vor allen Dingen, dass er immer außenrum rennen muss. So. Aber ich fand das knuffig, dass sie von hier aus zugehört haben, wie wir da drüben fleißigst rumgejodelt haben. Schurke Bettler. Ich hoffe, der Geistliche lässt ein bisschen was springen, damit wir uns das Bestiarium leisten können. Aber der Geralt könnte ja schon mal ein bisschen sein Hirn anstrengen. Könnte sich denken, oh ja, hier, ich bin hier doch der übelste Monster Slayer in der Hood. Das müsste auch so gehen eigentlich. Was ist denn eigentlich dieser? Da ist er. Ja, du Nase. Ich hörte die Kirche des ewigen Feuers. Wenn ihr beweisen. Ich habe die Köpfe von Ertrunken. Hier. Das ist abgeschlossen, das ist schön. 100 Euro nur. Bleib stehen. Seid ihr. Ja, Heide. Tatsächlich. So steht es. Ja, 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 okay. Am Schluss, sagt er recht. Ich glaube, das ewige Feuer. Kehrt in euer Finster. Noch etwas. Sprecht. Ich war. Hat die Hexe sie. Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich. Okay, hier ist der Lohn. Okay, jetzt pfeifen die hier schon den Raiders Marsch. So. Von Monster und Menschen. Warten auf Lösung. So, die Höhle. Ah, genau, das war ja auch hier drüben. Ich muss die Feinde des Professors finden. Gehen wir am besten erst einmal in die Höhle, um das auch abzuschließen. Nein. Weil der Dicke, der war ja wieder ganz drüben. Ah, nee, der war in der Taverne, ja. Oh, das ist so gemein, dass man immer von da nach da, von da nach da, von da nach da rennen muss. Aber, was will man machen? Es hilft ja alles nichts. So, Bärenkraut, genau. Oder Beberkraut, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Berberrohr, mal von mir aus auch das. Mitnehmen. Damit ich auch fleißig Katzen brauen kann. Ernsthaft, du rennst mir jetzt hinterher. Matsch ab. Meine Mutter will nicht, dass ich mit Fremden rede. Ja, und darum rennst du mir hinterher, oder was? Eingang zur Höhle unter den... Speichern wir mal. Was auch immer in dieser Höhle haust. Freundlich. Ist es nicht. Ich bin aber auch nicht besonders freundlich. Gerade wenn ich geweckt werde. So, Katze. Fall der Fälle. Bin ich gewappnet? Uah. Was bist du dann Hässliches? Oder was seid ihr denn eher Hässliches? Hallo? Okay. Hilfe. Das war eine schlechte Idee.